Das erste Thema ist natürlich die vielleicht vertragliche Abhängigkeiten. Da geht es ja ums Image, um Partner. Da muss man eben dann schon wahrscheinlich abwägen, im Austausch eben mit seinen Beratern, ob man sich dann aus dem Fenster lehnt oder nicht. Gehen wir davon aus, solange du in dem System mitspielst und da eben auch dein Geld verdienst, kommen vielleicht ganz viele zum Schluss dann zur Entscheidung und sagen, hab die gleiche Meinung, will die aber nicht äußern. Bevor ihr jetzt das Video startet, habe ich eine große Bitte an euch. YouTube demonetarisiert fast alle unsere Videos mittlerweile. Und das bedeutet, dass wir in dem Ranking bei Google ganz weit nach hinten absacken. Das bedeutet, wir verlieren ca. 80% der Zuschauer und das bei Videos, bei denen wir uns sehr viel Mühe geben, dass sie natürlich ein großes Klientel und eine große Reichweite haben. Ihr könnt natürlich mithelfen, indem ihr uns abonniert und die Glocke halt betätigt. Das kostet nichts, es ist sind 2, 3 Sekunden und schon haben wir praktisch eine Community gestaltet. Wenn ihr aber noch mehr für uns tun wollt, dann reloadet ihr das Video und teilt es auf eurer Seite. Noch besser ist natürlich, wenn man den Link downloadet und dann nochmal bei euch neu uploadet. Hiermit geben wir euch alle Rechte und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei dem Video. Hallo, liebe Zuschauer. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast und ja, Thomas Berthold. Vielleicht magst du dich mal vorstellen als Hallo Fußballweltmeister. Kai. Genau, das muss ich jetzt noch Genau, kurz erwähnen. Baujahr 64, also auch schon älteres Geschwader, selbstständig Unternehmer und wie du schon erwähnt hast, viele, viele Jahre Berufsfußballer. Teilnahme an drei Weltmeisterschaften mit dem Höhepunkt 1990 in Italien, als wir den Pokal geholt haben. Du warst auch als Fußballspieler immer ein Querkopf. Ich glaube, das macht ja manche Fußballspieler auch aus, ne? Ich denke, du hast immer eine eigene Meinung, so ich das so mitgekriegt habe. Ja, ich muss sagen, halt, zu meiner Zeit damals gab es mehrere Spieler, die auch eine Meinung vertreten haben. Das hat sich vielleicht heute ein bisschen gewandelt, weil du schon siehst, heute in der Fußballwelt ist recht alles uniform. Mir kommt es manchmal so vor, wenn du den Inhalt liest von den Leuten. Wenn du das Gesicht kriegst, nimmst du ja, die haben mal die gleiche PR-Agentur. Weil natürlich dieses Thema eigenen Kopf, eigene Meinung, ist ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite wollen die Vereine immer Persönlichkeiten. Auf der anderen Seite natürlich dann ist immer die Frage, wer ist auch bereit, sich mit denen dann auseinanderzusetzen? Ein Trainer, Vorstand, Präsident, kannst du dir ja vorstellen, ja. Das Also ist das. da, wie gesagt, immer abhängig von den Persönlichkeiten im Verein. Es gab aber auch Menschen, zum Beispiel mal einen zu erwähnen, der ja schon verstorben ist, der Gerd Meyer-Vorfelder, Präsident VfB Stuttgart. Mit dem konnte man schon diskutieren. Okay. Es Der gab ja auch war ein paar. auch intellektuell in der Lage, das zu bewerten. Und der hat dann auch mal, wie gesagt, auch mal irgendwann auch mal gut sein lassen und war auch nicht nachtragend. Ich glaube, das ist ganz wichtig, ne? Dass man nicht nachtragend ist. Aber es gab ja auch ein paar andere bekannte Spieler wie Paul Breitner, der ja auch immer so politisch, gerade so in den Anfang der 70er Jahre, immer eine klare Meinung hatte. Aber es waren nicht sehr viele. Also es heißt ja immer so ein bisschen, Fußballer ja, haben nicht dieses große Wissen, das ist jetzt natürlich absolut über den Kamm geschert, aber das wollen gerne so die Medien eigentlich auch so stehen lassen, dass die Fußballer so ein bisschen durch das viele Fußballspielen zurückgeblieben sind. Du Glaub meinst, so jetzt, viele Kopfbälle gemacht haben. Das Klischee, jetzt das hängt noch an, du hast ich vollkommen glaube, recht ich dabei. glaub, für den Spruch werde ich jetzt wahrscheinlich so richtig Da gebasht. musst du was ins Nein. Phrasenschwein reinlegen jetzt, für Nein. diesen Spruch. Ich habe das Aber es gab natürlich. ja in der Vergangenheit, Kai, wie du weißt, gab es ja vielleicht den größten Sportler aller Zeiten, Muhammad Ali, der war ja Kriegsdienstverweigerer, wurde verurteilt, dann auf Bewährung freigelassen und ihm wurde ja die Boxlizenz entzogen. Also es gab ja schon in der Historie große Athleten, die eben auch auf die Straße gegangen sind. Fußball, hast du recht, Paul Breitner ist mir auch spontan eingefallen, als einer, der auch mal differenziert gedacht hat. Das stimmt. Intellektuell gibt es bestimmt heute auch viele Spieler, die in der Lage sind, sich da ein Bild zu machen. Die Frage ist halt, ob die das können wollen.
Weil wenn du in so einem System eben lebst, eine Agentur hast, die dich auch mit beeinflusst, dann ist immer die große Frage, ja, inwieweit eigene Meinung zu politischen Themen ist da überhaupt angebracht in dieser Berufssparte? Da sprichst du ein Thema an, was ja uns alle angeht, die so in diesem Künstlersport und auch in diesem Abhängigkeitsbusiness sich betätigen. Das gilt ja für uns auch. Also wenn man jetzt mit Sponsoren zu tun hat, dann wollen diese Sponsoren das perfekte Bild. Und inwieweit glaubst du, ist das auch der Grund, warum sich so wenige Sportler aus der Deckung und auch so wenige Musiker aus der Deckung trauen? Also du bist ja auch sehr stark in diesem ganzen System verankert. Ja, Ja, wie? wie du schon gesagt hast, ich denke letztendlich, das erste Thema ist natürlich die vielleicht vertragliche Abhängigkeiten. Da geht es ja ums Image, um Partner. Da muss man eben dann schon wahrscheinlich abwägen, im Austausch eben mit seinen Beratern, ob man sich dann aus dem Fenster lehnt oder nicht. Gehen wir davon aus, solange du in dem System mitspielst und da eben auch dein Geld verdienst, kommen vielleicht ganz viele zum Schluss dann zur Entscheidung und sagen, hab die gleiche Meinung, will die aber nicht äußern. Aber Aus das ist ja ein bekannten bisschen, Gründen. das ist ja ein bisschen anders als in den 68ern, ne? Also wenn ich da zum Beispiel an die beiden Sportler denke, die schwarzen Sportler, die dann bei der Olympiade die Faust nach oben gehalten haben, das war ja eine ganz, ganz klare Provokation. Ich glaube natürlich auch, dass sie extreme Konsequenzen hatten, aber der Mut war ja größer, oder sehe ich das verkehrt, also zu heute? Ja, der Mut war meiner Meinung nach damals viel größer. Meine persönliche Meinung. Warum hast du den Mut? Ja, weil ich einfach bei mir meine Freiheit viel wert ist, Kai. Und für meine Freiheit würde ich alles aufgeben. Okay. Das ist ja doch schon ein extremer Schritt. Also du wurdest ja jetzt auch ordentlich gebasht. Ich mag das Wort, weil wir ja wirklich ständig gebasht werden. Ich zähle ja auch dazu. Also ich habe ja auch meine ganzen Sponsoren dieses Jahr verloren. Also von den Sponsoren, die ich hatte, ist keiner mehr übrig geblieben. Warum hast du das, also das ist dir das Wichtigste, aber es hat ja ordentliche Konsequenzen, oder nicht? Du, ich bin ja kein Social Media Follower. Weißt du, ich bin weder aktiv noch interessiert mich, was Leute hinter einem Synonym versteckt und auch sagen. Und ich kann nur sagen, was ich auf der Straße erlebe, also ich werde ja angesprochen, egal in welcher deutschen Stadt. Im Flugzeug, in der Bahn, so auf der Straße, hier auch in Frankfurt, wo wir leben. Also da kann ich nur sagen, bis jetzt von 10 sagen 10, super. Okay, echt? Nee. Ja. Aber. Kann ich nur sagen, es gibt bestimmt im privaten Umfeld Leute, die haben eine differenzierte Meinung. Die haben das auch mitgeteilt, das finde ich auch in Ordnung, das ist gar kein Problem. Aber das, was ich so auf der Straße wahrnehme, wenn ich fremden Leuten begegne, das ist 100% positiv. Die sagen, endlich mal der mal was sagt. Lass uns mal ganz kurz so ein bisschen über diese Fußballstrukturen reden. Ich denke mal, ich habe ja wirklich viele Dinge auch hinter den Kulissen mitbekommen. Also wenn du so eine Tour de France mitfährst als Schatten eines der größten Talente, die es auf der Welt gab, und einfach auch mitbekommen hast, wie Doping und wie Verschleierung und wie das ganze System funktioniert, dann weißt du, dass alles eigentlich nur eine Show ist. Bei Fußball, ich habe ja auch Bastian Schweinsteiger fotografiert und war mit Philipp Lahm in Südafrika. Da haben wir auch eine ganz abgefahrene Geschichte gemacht. Wir haben dann so ein Fußball, also wir sind einfach nur zum Fußballspielen in die Townships gegangen und haben da so ein paar wenige Charity-Geschichten gemacht in Südafrika. Aber man lernt die Stars dann doch auch irgendwie ganz anders kennen. Und man lernt vor allen Dingen das System, in dem sie drin sind, extrem kennen. Du hast das vorhin zum Beispiel angesprochen, dann fragt man seinen Spielerberater und ich weiß genau, was er sagen wird. Du hältst die Klappe, weil er weiß ganz genau, am nächsten Tag hat er nur noch die Hälfte des Geldes auf dem Konto. Wie ist dieses System heute? Gut, das hat sich schon sehr dynamisch entwickelt. Zu unserer Zeit, so in den 80er Jahren, 90er Jahren, gab es weniger Geld auf dem Markt zu verdienen und verbunden damit auch weniger Berater. Diese Gehaltsexplosion gab es ja leider, würde ich mal sagen, in den letzten 10, 15 Jahren. Und mit dem, so mit der
wirtschaftlichen Entwicklung haben sich natürlich auch die Strukturen und die Spieler verändert. Mhm. Agenturen sind größer geworden, mehr Mitarbeiter, die aus verschiedenen Bereichen kamen. Der eine, wie gesagt, PR, der andere Werbung. Und das Beraterteam wurde größer, weil der Gesamtkuchen Fußball eben gewachsen ist. Mhm. Auch das Thema Social Media, wenn du heute siehst, so ein Cristiano Ronaldo oder so ein Messi, wie viele Millionen Follower die haben. Aber du musst natürlich auch laufend Content produzieren, ist es ja für diese Spieler auch eine große Einnahmequelle mittlerweile. Mhm. Also hat sich einfach viel, viel um den Fußball entwickelt. Diese Themen hatten wir damals gar nicht. Weißt du, damals ging es erstmal um Sport, da gab es auch Verträge, wurde auch Geld verdient. Aber heutzutage ist ja im Endeffekt ja, große mittelständische Unternehmen, so Einzelathleten. Wenn wir jetzt gerade mal Ronaldo oder Messi nehmen, ja, die beiden herausragenden und wahrscheinlich am bestvermarktesten Spieler auf dem Planeten. Ja, aber auch ein Philipp Lahm oder ein Podolski wurden ja auch gut vermarktet. Ne? Ich denke, klar. Warum ich mit dir darüber reden möchte, ist, weil ich finde, da ist ein ziemlich großer Zusammenhang auch zu Corona, weil ich habe das Gefühl, oder vielleicht kannst du mir das ja auch bestätigen, dass wir in den 90er Jahren oder vor allen Dingen natürlich auch davor einen Sport hatten, der auch sehr idealistisch war und auch Sportler hatten, die eine große Portion Idealismus auch mitgebracht haben. Und dann hat sich das Ganze immer mehr verkommerzialisiert, wie du es nämlich auch gerade besprochen hast, bestätigt hast. Also ich nehme da jetzt mal so ein paar Themen wie 360-Grad-Verträge, was es ja auch im Musikbusiness gibt. Also das Ganze wurde immer mehr so managerlastig und immer mehr wurden die Sportler auch eine Ware und wurden auch immer mehr unter Druck gesetzt. Kannst du das bestätigen? Also dass Sportler unter Druck gesetzt werden, glaube ich eher nicht. Letztendlich, was ich so gesehen habe in den letzten Jahren, was sind für Geschäftsmodelle entstanden? Also klar, es kamen mehr Berater, sind auf dem Markt. Viele, die aus anderen Branchen kamen, die von dem Fußball und von dem Sport an sich gar keine Ahnung hatten. Es gab ja auch mal eine Zeit, da hat die FIFA eine Lizenz verlangt. Das heißt, du musstest lizenzierter Berater sein, FIFA lizenziert, um überhaupt einen Spieler zu vertreten. Dann gab es auch wieder im Endeffekt diesen Passus, als Jurist fällt das praktisch wieder weg. Wenn du ein Jurist bist, ja Rechtsanwalt, kannst du einen Spieler auch ohne FIFA-Lizenz beraten. Und mittlerweile wird es ja alles umgangen. Ja, mittlerweile gibt es so viele Berater, da bin ich überzeugt davon, dass sie nicht alle eine FIFA-Lizenz haben und auch nicht alle Rechtsanwälte sind. Dazu kommt natürlich dann auch meistens bei vielen Spielern, dass auf einmal dann in diesem ganzen Kontext, wenn es ums Geldverteilen geht, der Bruder auftaucht, die Schwester, der Vater, der Opa, der Onkel, die Tante. Und mit dem muss der Berater sich natürlich auch auseinandersetzen, weil natürlich die auch alle mit an den Kuchen partizipieren wollen. Also das Gesamtgeflecht ist viel, viel größer geworden, weil da viel mehr Leute in dieser Kette mit drin hängen. Aber ist es nicht auch so, und das ist so jetzt mein Verdacht, wo ich auch ein bisschen hin möchte, also wenn wir jetzt zum Beispiel die ganzen ausländischen Spieler sehen und auch diese Talentsuche und oftmals kommen die dann aus sehr armen Ländern, dass das auch schon ja, in Richtung, ich sag's jetzt einfach mal so krass, auch Sklaverei und Ausbeute geht, die ganze Geschichte? Nee, das würde ich jetzt nicht so sehen. Ich meine, die Spieler aus Südamerika oder aus Afrika, die haben natürlich diesen Biss, ihr soziales Umfeld zu verändern, beziehungsweise ihre Familie zu ernähren. Da ist natürlich ein großer Ehrgeiz da. Das gab es aber zu unserer Zeit auch schon. Es gab auch damals schon Spieler aus Afrika und aus Südamerika, die in Europa gespielt haben. Also da hat sich ja nichts geändert. Meiner Meinung nach. Und ich glaube nicht, dass die sagen wir, sich als Sklaven selber versklavt werden. Es geht ums Geschäft. Vereine verkaufen Spieler, das ist ja auch ein Geschäftsmodell von Vereinen, gerade aus Südamerika oder Afrika. Und in Europa geht es ja auch weiter, klar. Weißt du, das ist ja so. Die guten Spieler haben im Endeffekt in ihrer Weiterentwicklung, wenn die dann älter werden, einen anderen Markt wieder. Die kommen mal in ein Land rein, spielen in Deutschland ein, zwei Jahre beim Verein und dann haben die einen anderen Markt, um eben in Deutschland die nächste Stufe zu nehmen, zu einem größeren Verein zu gehen oder sogar, um dann vielleicht auch einen Sprung zu machen nach England oder nach Spanien oder nach Italien, andere eher interessante, lukrative Länder. Das ist freie Marktwirtschaft. Das ist schon Geschäftsfußball, wie Musik auch. Du hast ja auch nur einen begrenzten Zeitrahmen. Man kann nicht ein Leben lang spielen. Du hast da auch keine Garantie, ob du gesund bleibst. Also es gibt ja auch viele Faktoren,
wo du einfach ein Risiko mitträgst am Spieler. Das sehe ich auch so, aber was mir halt auffällt, dass ich sehr viele Parallelen zum Beispiel zur Musikindustrie sehe, wo dann doch die Leute irgendwann umfallen wie die Fliegen oder durch Selbstmord sich dann aus dem Leben schieben, was da natürlich noch extremer ist. Der Sport hält natürlich die Leute irgendwo auf einem anderen gesunden Level, aber ist es nicht so, dass da ein unglaublicher Druck auf junge Menschen ausgeübt wird? Also ich habe irgendwie so das Gefühl, und ich bin ja nur der Beobachter, dass sich der Sport extrem verändert hat und auch diese 360-Grad-Verträge und diese, egal wo er ein Geschäft macht, es wird überall dran mitpartizipiert. Also ich gebe dir vielleicht mal ein Beispiel. Ich habe ja auch Robert Enke mal fotografieren dürfen. Ich habe einen unheimlich sensiblen Menschen kennengelernt, kurz vor seinem Tod. Und ich kann mir da kein sehr großes Urteil drüber bilden, weil dafür kannte ich ihn zu wenig. Aber ich weiß, dass er an dem Tag, und das habe ich nur ein paar wenige Male erlebt, nämlich komischerweise bei denen, die dann auch aus dem Leben geschieden sind, das ist eine unheimliche Zerbrechlichkeit, auch durch seine Depression, aber auch eine unheimliche Herzlichkeit. Also ein extrem sensibler Mensch, der, glaube ich, und das ist meine Meinung, ich bin deswegen mit dem Manager auch ein bisschen aneinander geraten, der, finde ich, als dann seine Tochter gestorben ist und er dann daran eigentlich verzweifelt ist, als man ihm seine letzte Hoffnung genommen hat, nämlich dass er als die Nummer 1 im Tor auch zur Fußball-Weltmeisterschaft kommt. Und da merkt man ganz einfach, wie grausam dieses Geschäft ist. Er war ja die Nummer 1 und die Depression hat dann, so habe ich es, also das ist nicht verifiziert, aber so habe ich es zumindest wahrgenommen, hat dann dafür gesorgt, dass er, dass andere Druck gemacht haben, dass er rausfliegt. Dieses Geschäft ist ja unglaublich brutal, oder sehe ich das verkehrt? Du hast letztendlich eine Leistungsgesellschaft. Gerade Nationalmannschaft ist ja nochmal ein anderes Thema als ein Verein. Verein ist ja erstmal der Arbeitgeber. Und je nach Position hast du ein, zwei, drei Konkurrenten. Das gab es zu unserer Zeit auch schon. Dieses Thema ist eben letztendlich für den Profisportler, wie schaffst du es, diesen Druck in positive Energie umzuwandeln? Ich habe das ja auch im Spiel erlebt. Es gab Spieler zum Beispiel Training, die haben trainiert, im Training waren die Weltmeister. Aber am Samstag auf dem Platz konnten sie sich umsetzen. Also letztendlich gibt es ja immer so zwei große Themen. Einmal ist natürlich das Thema Talent und Entwicklung als Sportler. Aber das zweite Thema ist natürlich diese mentale und psychische Stärke. Beziehungsweise, dass man einfach lernt, mit dieser sogenannten Drucksituation umzugehen, um das eben in eine positive Richtung zu shiften. Also klar, bei mir war das zum Beispiel so, wenn du zum Spiel gefahren bist, ja, bei mir kam immer so eine gewisse Nervosität auf, im Kabinengang, auf dem Weg zum Platz, so in den Tunnel. Ja. Wenn ich aber dann auf dem Platz stand, nach ein, zwei Minuten, dann war das aus meinem Kopf weg. Ich war zum Beispiel ein typischer Druckspieler. Je mehr Druck, desto größer war meine Motivation. Je wichtiger die Spieler war, desto größer war meine Motivation. Also man muss eben auch lernen, als Profisportler mit diesen Dingen so umzugehen, dass sie ihn ahnen, dass man sich, ich muss mal so sagen, dass das einen nicht belastet. Und dass man eben mehr in die Fülle geht, als umgekehrt. Ja. Weißt du, warum ich das alles frage? Es ist natürlich das Interesse, mit einem Fußball-Weltmeister ein Interview zu machen. Das ist natürlich für mich als Fan des Sports immer eine große Sache. Aber ich frage das auch aus anderen Gründen. Nämlich, ich bin ja bekannt dafür, dass ich eigentlich so für die intuitive Welt stehe. Dass ich einfach Fragen stelle, auch die so aus dem Gefühl herauskommen. Und ich beschreibe mal vielleicht ganz einfach, wie meine Beobachtung ist. Also ich habe das Gefühl, der Sport, also dieser wirkliche, reelle und wahrhaftige Sport und auch die Leidenschaft der Sportler, die hat
bei den Sportlern vielleicht weniger abgenommen, aber sie wurde immer mehr verkommerzialisiert. Und ähnliche Dinge habe ich im Musikbusiness erlebt, dass alles immer mehr professionalisiert wurde, dass also dieses Charisma, die Leidenschaft und die Gefühle und all diese Sachen, auch die ganz großen Weltstars wie Pelé und natürlich auch ihr als Weltmeister, dass das so ein bisschen auch verloren gegangen ist, weil die Industrie immer mehr eigentlich Zugriff darauf genommen hat. Alles wurde perfekter, perfekter und nochmal perfekter. Die Zuschauer wurden mehr, es wurde erfolgreicher. Aber ähnlich wie bei der Politik habe ich das Gefühl und jetzt auch gerade in dieser Corona-Krise, das, was ja die Politik und die Medien machen, ist ja eigentlich ein perfektes Schauspiel. Und dieses perfekte Schauspiel habe ich im Musikbusiness erlebe ich das, also weg von dieser, von diesem authentischen zu diesem perfekten Musikbusiness und genauso auch im Sport. Irre ich mich da oder hast du auch ähnliche Gefühle? Ich will es mal so sagen, ja. Musikbusiness zum Beispiel ist was, da kann ich gar nicht viel dazu beitragen, weil da bin ich einfach zu weit weg. Beim Fußballbusiness ist ja so, Fußball ist ja ein Funksport. Und Fußball lebt ja auch von den Zuschauern, von der Energie im Stadion. Ich glaube nicht, dass das, dass sich das mit der Energie und mit der Stimmung im Stadion, dass sich das verschlechtert hat. Wir haben heute bessere Arenen als vor 30 Jahren. Ja, klar. Und in Europa sind die Stadien alle voll. Da ist eine super Stimmung. Und das macht ja auch das Salzen super. Weißt du, Spieler, wenn du als Spieler rauskommst und die Schüssel ist voll, das hat mir immer nochmal so einen extra Kick gegeben. Klar. Deswegen finde ich es irgendwie so wirklich, das ist jetzt traurig, was jetzt abläuft, dass die da in so einem leeren Stadion spielen. Also ich schaue mir das gar nicht mehr an, weil das hat mit dem Fußball, den ich kenne, nichts mehr zu tun. Mhm. Weil der Fußball ist ja auch für die Menschen da, die diesen Sport leben. Mhm. Das Ganze drumherum, Kai, das hat natürlich damit zu tun, die Vereine sind Unternehmen, sind Betriebe und die müssen Geld verdienen. Und da wird natürlich auch versucht, neue Geschäftsmodelle, neue Geschäftsfelder aufzumachen, um einfach letztendlich mit mehr finanziellen Möglichkeiten Infrastruktur zu verbessern, Scouting zu verbessern, Personal aufzustocken, bessere Spieler zu bekommen, weil das hat ja alles mit Investitionen zu tun. Weil du hast ja letztendlich als Fußballverein nicht so viele Einnahmenquellen. Die Fernsehgelder werden von der Liga verhandelt. Da gibt es einen Schlüssel mit einem Tabellenplatz und nach Abschlussjahr wird da was ausgeschüttet. So, dann hast du dein Stadion. Da würde ich auch mal sagen, in Deutschland, da sind wir schon Oberkante, weil die meisten Stadien sind voll. Mit der gesamten Stadionvermarktung, alles was dranhängt, also Business Seats, VIP Seats, Catering, Namensrechte, also die ganzen Assets, die damit verbunden sind. Und dann hast du noch ein drittes Geschäftsfeld, das ist im Endeffekt Kauf und Verkauf von Spielern. Mhm. Mehr Geschäftsmodelle gibt es nicht in einem Fußballclub. Du hast nicht 1000 Produkte. Also von daher müssen die halt immer schauen in ihrem Wettbewerb, da sie da sich eben national stellen, neben der Konkurrenz, um versuchen eben jedes Jahr etwas besser zu werden. Und parallel müssen sie eben Geld verdienen. Es ist ja keine karitative Einrichtung, weißt du? Aber also du hast schon recht und trotzdem irre ich mich da. Kein, ich denke einfach, wir können das Rad jetzt auch nicht mehr zurückdrehen. Ja. Ich weiß, was du meinst. Es gibt ja immer so eine gewisse Fußballromantik. Wo sie vielleicht Leute, die ein bisschen älter sind, so wie auch die Frage stellen, ja, geht das jetzt alles nur noch in diese Richtung weiter, noch mehr Spiele? Da bin ich auch kein Freund davon. Ich bin auch eher für weniger Spiele, weil sie laufend diskutiert, wenn du mal dieses Jahr den Kalender anschaust, der jetzt am Wochenende geht da in die Liga los, die spielen bis zum 23. Dezember durch und dann fangen die Anfang Januar also wieder an mit der Rückrunde. Weil ja nächstes Jahr geplant ist, die Euro zu spielen. Mhm. Diese paneuropäische Euro. Also dieser Kalender ist knackevoll. Mhm. Da ist kein Luft mehr drin für gar nichts. So, da bin ich auch natürlich ein ganz großer Fan davon zu sagen, okay Leute, wir haben die nationalen Ligen, wir haben europäische Pokalwettbewerbe, aber alles, was jetzt noch dazu kam, Nations League und da noch was, und jetzt hat die FIFA noch eine Idee, der Club für ihn, das auch nochmal irgendwie auf andere Beine zu stellen. Da denke ich auch, ja, da müssen die Vereine aufpassen, dass sie einfach ihre Spieler nicht verheizen und dass auch nicht irgendwann mal eine Sättigung ankommt beim Endverbraucher. Weil, also mir geht es so, ich schaue nur noch Fußball, wo ich sage, die Spiele schaue ich mir an, weil mich das selbst interessiert.
Und wenn der Markt einfach zu überschwemmt wird mit zu vielen Spielen und zu vielen Wettbewerben, muss man wirklich aufpassen, dass nicht irgendwann der Endverbraucher sagt, okay Leute, Fernseher aus, Abo abgemeldet, mag ich nicht mehr. Trotzdem jetzt mal so eine ganz naive Sicht, die ich eigentlich schon immer einem Fußballer fragen wollte. Für mich ist doch zum Beispiel, wenn man jetzt den Vereinssport nimmt und guckt, früher war es glaube ich so, dass man ein oder zwei Spieler aus dem Ausland nehmen durfte und sonst eigentlich die Spieler selber aufbauen musste. Ist dieses ganze Söldnertum nicht auch kontraproduktiv für wirklich einen authentischen Sport? Ich meine, das sieht man ja jetzt an Bayern München zum Beispiel, ne? Es gibt ja Vereine wie der SC Freiburg zum Beispiel, die haben eine ganz klare Vereinsphilosophie. Die bilden eigene Spieler aus, verkaufen die und haben natürlich auch so einen oder anderen Ausländer in ihren Reihen. Das hängt immer ein bisschen auch mit der Vereinsphilosophie zusammen. Mhm. Und du hast ja auch in Deutschland die Auflage, dass du eine Mindestanzahl von deutschen Spielern unter Vertrag haben musst. Mhm. Aber ich bin natürlich bei dir. Das ist generell so eine Frage. Identifikation mit der Mannschaft, mit den Spielern, wenn es so kommen und gehen wird. Und du hast Multikulti, kann man ja mal eine Umfrage machen bei allen 36 ersten Zweitligisten, wie das ihre Fans sehen, ihre Zuschauer sehen. Ist da noch eine Identifikation vorhanden oder ist sie schon im Endeffekt in einem Stadium, wo viele sagen, mit denen kann man nichts mehr anfangen, weil die werden jedes Jahr durchgewechselt oder das hier kommen und gehen wie auf dem Bazar. Ich denke letztendlich, das ist ein bisschen abhängig von Verein zu Verein, ja, was man auch für eine Idee hat, wenn man Fußball spielen will. Mhm. Aber ich gebe dir grundsätzlich recht. Ja. Also ich glaube schon, um im Endeffekt eine Mannschaft zu bilden, brauchst du einfach eine lange Verweildauer im Verein. Und die längste Verweildauer in Deutschland sind ja die Spieler vom FC Bayern. Die haben die längste Verweildauer im Schnitt bei ihrem Verein. Mhm. Bei anderen ist es eben nicht so lang. Da gehen die Spieler eher mal weg. Mhm. Okay, die sind natürlich auch sehr oft deutscher Fußballmeister geworden und haben auch viele andere Erfolge eingefahren. Da ist es natürlich dann auch immer leichter, da ja, zu bleiben. Klar. Also Erfolg ist schon verführerisch. Bevor wir jetzt noch ein bisschen intensiver auf Corona kommen, nochmal eine Frage. Habe ich noch zwei Fragen. Und zwar das eine, wie war denn das für dich? Warst du froh, dass du 1990 Weltmeister geworden bist? Oder wärst du lieber später Fußball-Weltmeister geworden? Also ich hatte ja schon mal die Chance 86. Also da wäre ich auch schon gerne Weltmeister geworden. Ja. In diesem spektakulären Spiel gegen Argentinien. Aber wie auch immer, ja, es ist ja ein schöner Fußball. Am Ende des Tages gibt es nur einen Gewinner bei dem Finale. Und in einem Land zu spielen, vor allem in der Stadt noch zu spielen, das Finale fand ja in Rom statt. In der Stadt habe ich gerade gelebt zu dieser Zeit. Das ist natürlich spektakulär, weil das kommt natürlich in der Karriere von einem Spieler nicht so oft vor, dass das Finale auch noch in der sogenannten Heimatstadion stattfindet. Und WM Italia Novanta war natürlich sensationell, weil das war ja letztendlich so, wie soll ich das beschreiben kann, ja, das war, die fünf Spiele in Mailand kamen mir vor wie fünf Spiele in Deutschland, weil die Stadien waren proppevoll mit deutschen Fans, bis auf das Holland-Spiel, da war es halbe, aber sonst waren es ja Heimspiele für uns. Da war eine sensationelle Stimmung in dem Stadion und gerade nach der Wende, das haben wir immer nur so mitbekommen, wenn mal Verwandte da waren, wurde uns erzählt, berichtet, was hier bei uns los ist in den deutschen Städten, deutschen Großstädten mit Public Viewing, mit großen Feiern, mit Outdoor-Kursen und tralala. Das haben wir ja da in unserem Kloster am Krummersee gar nicht so mitbekommen, ja, weil wir waren ja relativ abgeregelt. Die Frage war natürlich auch so ein bisschen bezogen. Ich meine, heute verdient man mehr Geld, heute wird man einfach noch mehr kommerziell gefeiert. Aber das hatte ja damals eine unheimliche Authentizität, oder habe ich das so als Außenstehende. Ja, aber weißt du, ich meine, wir hatten eine super Zeit und es bringt auch nichts, jetzt drüber nachzudenken, hätte Fahrradkette, was heute ist. ich denke, wir hatten wirklich einen tollen Zusammenhalt und da sind Freundschaften auch entstanden, die heute noch vorhanden sind. Wir haben uns da getroffen jetzt zu unserem Jubiläum, kurz in München. Wir treffen jetzt irgendwann nochmal im Oktober in der größeren Runde zusammen. Also da ist einfach auch was zusammengewachsen von herausragenden Spielern und auch von herausragenden Persönlichkeiten, mal unabhängig jetzt mal von dem kommerziellen Aspekt. Wie ist denn das in deiner alten, damaligen Mannschaft? Wie wirst du da gesehen? Haben dir schon ein paar Leute auf die Schultern geklopft? Also, weil das würde uns natürlich sehr interessieren, weil dann sind wir nicht so alleine.
Also ich kann dir sagen, bis jetzt hat noch keiner was Negatives gesagt. Okay, das hat sehr viel verraten. Also, das heißt also. Also ich denke, dass viele die Meinung von mir teilen, ja, aber das ist das jedem selbst überlassen, ob er sich da outet oder nicht outet. Das kann ich auch verstehen. Aber ich kann dir sagen, da kamen viele Daumen hoch an. Okay, sehr gut. Mehr braucht man, glaube ich, dazu nicht zu sagen. Nee, ist alles gesagt. Also man könnte ja jetzt sagen, also so ist zumindest meine Philosophie, das Drittel, was jetzt sozusagen ganz klar als Verschwörungstheoretiker gebrandmarkt wird, das ist das Viertel, das ist das Drittel, was sich äußert und auch den Mut hat, so wie du in der Öffentlichkeit zu stehen oder einfach zu dem Corona-Leugnern offen zu stehen. Dann gibt es, glaube ich, ein anderes Drittel, die du jetzt gerade mit beschrieben hast. Also es wären dann von 11, wären das dann die weiteren, einfach 3, 4 Spieler oder auch Gesellschaften, die dann sozusagen auf der Kippe stehen. Und die anderen 3, die anderen 30%, ich glaube, die werden wir wahrscheinlich nie erreichen. Die haben jetzt wahrscheinlich dann auch in Nordrhein-Westfalen so gewählt, wie sie gewählt haben, wie immer halt. Bevor ich jetzt aber einfach auf das Corona intensiver mit dir eingehen möchte. Ich habe eine Frage. Ich habe ja mit Jan Ullrich diesen ganzen Sumpf mitbekommen. Und der Radsport war immer so dieser Sport, ich bin ja auch Radsportler gewesen, der deswegen auch aus Leidenschaft habe ich das natürlich auch gemacht. Und er war immer so in diesem ganzen Doping-Sumpf verhaftet. Für mich als Sportler und auch als Kenner der Szene wäre es unlogisch, wenn der Fußball nicht auch irgendwo mit Doping etwas zu tun hat. Wir reden ja über die bestbezahltesten Spieler. Wenn sich da jemand verletzt hat, dann ist klar, mit Amphetaminen und ähnlichen Substanzen geht das alles viel schneller, das Heilen, vor allen Dingen durch die positiven psychischen Nebenwirkungen. Und viele andere Dinge. Man stellt das natürlich immer so dann als technischen Sport dar, aber jeder, der weiß, was Fußball bedeutet, der weiß auch, dass das mit Sicherheit eine große Rolle spielen müsste. Liegt das an der Lobby, dass da viel weniger rauskommt? Oh, also ist ja so, Kai. Es gibt dann nach jedem Spiel gibt es eine Dopingkontrolle. Mhm. Sowohl in nationalen Spielen, auch in internationalen Spielen. Du hast immer 3 Spieler, die müssen dann Weg zur Urin abgeben. Also ich kann nur sagen, während meiner Zeit hat eigentlich Doping gar keine Rolle gespielt. Mhm. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil Fußball ist ja, wir haben ein Spielgerät, weißt du? Und es ist eine Schnellkraftsportart und du hast ja letztendlich auch Mitspieler. Also wenn du jetzt Ausdauer trainieren willst, ja, gibt es bestimmte Möglichkeiten heute, über Bluttransfusion, dann Sauerstoffgehalt im Blut zu erhöhen. Oder ich habe mich da mit dem Thema auch gar nicht groß beschäftigt. Ja, aber bei dem dynamischen Mannschaftssport mit dem Spielgerät bringt es ja nichts, wenn du da 2 Gedopte hast, die unkoordiniert durch die Gegend laufen. Weil es muss ja harmonisch funktionieren, so ein Gebilde von 11 Spielern. Also wie gesagt, nochmal rückwirkend auf meine Zeit, da gab es gar nichts. Also wirklich gar nichts. Das kann ich dir hier wirklich sagen. Beim Thema Verletzung ist es mal so: Eine Verletzung entscheidet in letzter Instanz, ob der Spieler dann aufläuft oder nicht, der Spieler selbst, in Absprache mit seinem Mannschaftsarzt. Natürlich auch in Absprache nochmal am Schluss dann, weil der Trainer will ja auch wissen, wo die Reise hingeht. Aber der Spieler selbst entscheidet dann natürlich, ja, es geht oder es geht nicht. Und ein vernünftiger Spieler und ein vernünftiger Trainer und auch ein guter Verein, wegen einem Spiel, wenn es jetzt kein Endspiel ist, wo danach Pause, wo du Pause hast danach, kenne ich keinen vernünftigen Verein mit den verantwortlichen Positionen, die sagen, auf Teufel komm raus, egal, der muss jetzt spielen. Auch mit dem Risiko, dass es danach schlimmer wird. Mhm. Das macht ja auch keinen Sinn, weil es ist ja dann letztendlich, das ist totes Kapital, wenn du noch länger ausfällst, weißt du? Also, ich sag mal vielleicht, ich zitiere vielleicht mal ganz kurz den Arzt oder einen der Ärzte von Jan Ullrich, der hat mal zu mir gesagt, Kai, wenn wir die Fahrer nicht systematisch dopen würden, dann würden sich alles reinhauen und würden irgendwann tot vom Rad fallen.
Das war mal so die klassische Aussage von einem Arzt. Und ich kann nur einfach sagen, dieses System Doping war in diesem Sport ganz systematisch. Und es gab sozusagen ein System Doping, was aber auch in diesem System selber nicht gesehen wurde. Warum ich das einfach anspreche, und jetzt kommen wir dann einfach auch zu Corona, ist ja, dass wir ähnliche Situationen eigentlich auch in der Politik haben. Wir haben so Halbwahrheiten, die sich aber sozusagen nach außen hin anfühlen wie Wahrheiten. Also gucken wir uns einfach mal die Statistiken von Corona an. Dann, ich glaube, wir sind deswegen wahrscheinlich auch auf der Straße, weil das kann kein Mensch mehr als Wahrheit sehen. Wir sind im Moment in einer Situation, wo man ganz klar sehen kann, dass die Tests, diese unglaublich vielen Tests im Moment eine Massenpanik auslösen in ganz Europa. Wir sitzen jetzt hier ja auch an einem Fleck, den ich jetzt nicht nennen möchte, aber der auch rote Zone ist. Es gibt keine Toten. Es gibt keine schwer Kranken in den Krankenhäusern, die Krankenhäuser sind leer. Und trotzdem nutzt die Politik es weiter und hat dieses Narrativ so verinnerlicht, dass diese Wahrheit sich sozusagen, also dieses, wo jeder Mensch sagen würde, Moment mal, ihr schaut ja gar nicht richtig hin, das sind doch die verkehrten Zahlen. Also man sagt, es ist weiß und dabei ist es aber schwarz oder umgekehrt. Und die Politiker glauben das auch. Und das, genau dasselbe habe ich auch erlebt damals beim Sport. Ich habe eine ganze, also wirklich nette Menschen erlebt. Also ein Jan Ulrich ist ein dufter Typ und auch die ganzen Fahrer. Ich bin extrem gut mit denen zurechtgekommen. Und auch das Ganze drumherum waren Menschen, mit denen ich mich gerne umgeben habe. Und trotzdem war dieses System in sich selber, haben sie ganz offen über diese Dinge geredet und nach außen hin war eine ganz andere Wahrheit. Und plötzlich stehe ich in den Pyrenäen und plötzlich gibt es nur noch einen Schuldigen, das war Jan Ulrich. Und genau dasselbe erlebe ich im Moment auch. Ich spüre eine Politik und eine ähnliche Wahrnehmung dieser Politiker, dass sie das, was sie sagen, wirklich glauben, aber es überhaupt nicht der Wahrheit entspricht. Sie reden sich das sozusagen so hin, wie sie es gerne haben wollen und glauben das aber auch. Und genau dasselbe war damals im Doping auch. Hast du sowas auch schon mal erlebt? Also, wie gesagt, ja, da Doping ja im Fußball keine Rolle gespielt hat, während unserer Zeit, im Vergleich zum Radsport eigentlich nicht. Mhm. Aber jetzt mal den Bogen zu spannen, so ich sage mal Covid-19, ich nehme das andere Wort nicht mehr in den Mund. Ist doch die große Frage, wir können jetzt alles nochmal Revue passieren lassen, das brauchen wir aber nicht, weil genauso unsere Zuschauer oder Zuschauerinnen, beziehungsweise wir beiden, wir wissen ja, wie was chronologisch abgelaufen ist. Und das große Thema ist für mich jetzt eigentlich, wann fällt die Maske und wann gibt es hier einen unabhängigen Untersuchungsausschuss, der die letzten 6 Monate bewertet. Denn es scheint ja anscheinend so zu sein, dass in keinem Bundesland es eine Behördenakte gibt. Und das finde ich schon sehr interessant. Sonst gibt es in unserer Bürokratie für jede Kleinigkeit eine Akte, am wenigsten Akten vermerkt. Und jetzt gibt es zum Thema Covid-19, von März bis September gibt es keine Unterlagen in den Bundesländern. Da muss man sich mal die Frage stellen, warum ist das so? Und die zweite Frage ist natürlich, du bist ja aus der Medienwelt, das, was wir hier erleben, dieses eindimensionale, permanente Wiederholen von irgendwelchen Szenarien, die rein spekulativ sind, führt leider dazu da, dass es in unserer Gesellschaft in Deutschland doch mehr und mehr noch immer noch zu großen Verunsicherungen kommt, zu Angst kommt und die Leute auch zur Straße an der frischen Luft, auf dem Fahrrad oder im Auto, wenn sie alleine fahren oder wo sie auch immer sonst sind, eine Maske tragen, weil sie ja wirklich glauben, dass das Virus so gefährlich ist. Und wir brauchen einfach hier in unserer Gesellschaft einen medialen, wissenschaftlichen Diskurs. Der hat ja nie stattgefunden, wie du schon gesagt hast. Was sehen wir denn? Da wir ja, wie gesagt, wir schauen kein lineares Fernsehen mehr. Aber wenn ich so mal höre von den Leuten, die ich kenne,
die lineares Fernsehen schauen, sitzen ja immer dieselben Leute in denselben Talkshows. Das ist so wie so ein Family and Friends Programm, wo letztendlich immer das Gleiche erzählen können. Es ist nichts Fundiertes, weil es keine Wissenschaftler sind. Den Menschen fehlt letztendlich auch die Bildung. Wird so ein bisschen Halbwissen verbreitet. Und ja, und so dreht sich dieses Rädchen hier seit 6 Monaten. Also wir haben ja vor... Ich finde das unfassbar, die Dreistigkeit finde ich so unfassbar. Sowohl der Politik als auch der Massenmedien, die ja von Gebührenzahlern finanziert werden, es nicht schaffen, letztendlich A, den Pressekodex zu erfüllen und B, mal aufzuklären. Ich finde immer, ganz wichtig ist eben, wenn sowas passiert, muss das Volk aufgeklärt werden. Wir brauchen einen breiten wissenschaftlichen Diskurs von Experten, die zu diesem Thema was beitragen können. Das ist ja... Wir hatten bis jetzt einen einzigen Experten, der hat einen Test auch relativ schnell aus der Tasche gezogen. Der ist nie validiert worden, nie zertifiziert worden. Das musst du mir mal erklären, Kai, wie das in einem Land, das ist ja letztendlich made in Germany, dienen Normen, bei uns ist jeder Nagel, jede Schraube zertifiziert. Aber wir haben keinen zertifizierten Test. Was ist das denn? Da brauchen wir keinen Test machen. Und ich muss ja auch sagen, mich persönlich jetzt, ich habe ja durch den Sport auch viel mit Ärzten, Mikrobiologen, das Blut eben, weil das Blut spielt ja bei uns immer eine große Rolle, weil im Blut siehst du halt jetzt immer nur so deinen körperlichen Leistungszustand. Was mich persönlich interessiert, sage ich dir ganz ehrlich, das sind keine Zahlen von irgendwelchen Infizierten oder von irgendwelchen Symptomen. Mich persönlich, das sind nur eine Zahl. Wie viele Menschen sind in Intensivbehandlung? Und wenn ich dann lese, im August sind wir bei 238 Menschen in Deutschland in Intensivbehandlung, da hat sich jede Frage erübrigt. Na, Professor Püschel, wäre es ja jetzt einfach auch so, von diesen 238 müsste man einfach mal gucken, wer davon noch Vorerkrankungen hat, weil von den 238... Das ist ja das Nächste. Ne? Lieber Kai, kannst du mir einen Fall sagen? Es gibt, glaube ich, keinen einzigen verstorbenen Menschen auf diesem Planeten, der ausschließlich an Covid-19 gestorben ist. Gibt keinen einzigen. Und wenn ich dann auch jetzt sehe und höre, immer letztendlich die Konklusion, das Rätsellösung ist die Impfung, alle schreien nach einer Impfung. Da frage ich mich, eine Impfung braucht 10 bis 15 Jahre Vorlaufzeit, bis die auf den Markt kommt. So, jetzt wird nach dem PCR-Test auf einmal noch die Impfung aus der Tasche gezogen. Das muss mir auch mal einer erklären. Wie soll das gehen? Und jetzt überleg mal, wir haben jetzt bald Oktober. Oktober, November geht die Grippesaison wieder los. So, seit Jahrzehnten wird gegen Grippeviren geimpft. Sind die Grippeviren ausgestorben? Nein, die sind nach wie vor da. Wir haben Anfang der 80er Jahre, hat ein französischer Virologe das HIV-Virus entdeckt. Gibt es bis heute eine Impfung gegen HIV? Nein. Also wir müssen mal langsam anfangen, die Menschen aufzuklären und nicht im Endeffekt immer nur mit irgendwelchen Infektionszahlen zu informieren, wo letztendlich so ein Gespenst entsteht und eine Panikmarie entsteht, weil das ist meiner Meinung nach der falsche Weg. Beziehungsweise das ist vielleicht eine Agenda von ein paar Leuten, dass das eben der Weg sein soll, aber das ist nicht der Weg, den ich gehen will. Ja. Wenn du das sagst, dann bestätigt sich das eigentlich nochmal, dieses Bild von Menschen, die eigentlich nach dem logischen Menschenverstand, also nach dem offenen logischen Menschenverstand, so wie ich das vorhin auch beschrieben habe, die in ihrer Panik verhaften und Politiker, die in ihrer Wahrheit sozusagen nur noch ihre Wahrheit sehen, egal wie die Faktenlage ist. Das hast du gerade noch mal so eindrücklich bestätigt. Also reden wir mal ganz einfach über die Impfung. Wir reden über eine Impfung, die, wie du auch gerade richtig gesagt hast, zwischen 8 und 15 Jahre braucht. Also ich glaube, das schnellste Medikament war 8 Jahre, wurde nach 8 Jahren zugelassen. Das heißt, wir lassen uns, oder Frau Merkel und Herr Spahn haben jetzt schon Impfdosen gekauft, ohne uns zu fragen. Also ich glaube, du wurdest nicht gefragt, ich wurde nicht gefragt, es wurde keine Volksabstimmung gemacht, aber es wurde schon mal einfach gekauft. Und es wurde etwas gekauft, was noch kein Mensch eigentlich abschätzen kann, was es für einen Schaden anrichten kann, weil man kann natürlich den Leuten sagen, okay, man macht die ganzen Verfahren, verkürzt man und so weiter. Aber was ja
ganz eindeutig nicht verkürzbar ist, ist sozusagen der Langzeitschaden. Wenn es einen Langzeitschaden gibt und der erst nach 5 oder 6 oder 8 Jahren, wie ja viele Schäden erst nach 5 oder 6 oder 8 Jahren in Erscheinung treten, gerade jetzt schwere Krankheiten, dann kann das ja bedeuten, dass wir eine ganze Gesellschaft verseucht haben. Für mich ist das eigentlich schon ein absoluter K.O.-Ausschluss, so etwas überhaupt nur zu denken. Also überhaupt da dann noch die Schritte zu gehen, das zu kaufen und da die politische Verantwortung zu übernehmen. Da muss ja so viel Wahrheit hinterstehen und so viel Überzeugung, dass wir eigentlich kaum eine Chance mehr haben, diese Leute noch irgendwie zu bekehren oder denen anhand von Fakten zu sagen, Moment mal, das geht jetzt zu weit, das müsst ihr uns jetzt einfach mal erklären. Wie siehst du da noch eine Chance, dass wir diese Leute, die jetzt die Verantwortung für uns haben, was wir eigentlich gar nicht wollen, sie sollen ja eigentlich nur für uns regieren, aber sie sollen ja nicht für uns entscheiden, und zwar zumindest nicht bei so wichtigen Dingen, wie wollen wir diese Menschen überhaupt noch von der Faktenlage überzeugen können? Das ist eine berechtigte Frage. Das erste Thema ist für mich, funktioniert der Rechtsstaat noch hier in Deutschland? Mhm. Es gab ja, glaube ich, am 2.9. im Bundestag einen Auftritt von Professor Kingreen. Das ist ein Rechtsgutachten abgegeben, mhm, zum Thema Status quo, also Notstandsgesetz. Ich habe es noch nicht zu Ende gelesen, nur die Hälfte gelesen, aber ich habe gehört von Leuten, die es eben zu Ende gelesen haben, dass in diesem Gutachten drinsteht, dass das Hauptthema, was wir im März hatten, die Überlastung des Gesundheitssystems, dann sprechen wir von einem öffentlichen Thema. Mhm. Weil sonst Gesundheit ist ja ein individuelles Thema. Deine Gesundheit, meine Gesundheit geht ja erstmal nur uns was an. Ja? Aber die öffentliche Gesundheit hängt ja an unserem Gesundheitssystem. Das war ja damals das erste und wichtigste Argument, zu sagen, wir machen diesen Lockdown, damit unser Gesundheitssystem nicht kollabiert. Mhm. Und daraufhin wurde ja dieses Notstandsgesetz erlassen. Mhm. Und wie du weißt, wie alle wissen, gab es ja nicht annähernd in irgendeinem deutschen Krankenhaus ein Thema, dass da Kapazitäten nicht vorhanden waren, weil die Betten alle voll waren. Das wissen wir beide ja. Doch da ist ja jetzt die Umkehrfrage, wenn dieser Gutachter im Bundestag auftritt, was machen denn dann die Abgeordneten mit so einer Unterlage, die der abgibt? Der hat den Vortrag gemacht, gibt eine Unterlage ab, gibt ein Dokument ab, was wird damit gemacht? Und wenn der in seinem Dokument festhält, es sind gar keine Grundlagen mehr geschaffen, rechtlich, verfassungsrechtlich, dass dieser Notstand aufrechterhalten wird, deutet das einen Umkehrschluss, da müssen doch die Abgeordneten oder die Parlamentarier reagieren und müssen letztendlich dieses Notstandsgesetz auflösen. Das machen wir aber nicht. So, das ist ja die große Frage. Auf was warten wir jetzt? Auf die zweite Welle, auf die dritte Welle, auf die vierte Welle, auf die Grippewelle? Auf was warten wir jetzt eigentlich? Es gibt keine Wellen mehr. Ja, wahrscheinlich auf die Grippewelle, ne? Weil das rettet sie dann sozusagen ins nächste Jahr, um alles wieder auf... Aber nochmal, deswegen brauchen wir hier, wir brauchen einen unabhängigen Untersuchungsausschuss, der dieses ganze Vorgehen der letzten 6 Monate bewertet. Das gibt es ja in der Form, es gibt ja einen außerparlamentarischen Untersuchungsausschuss, der selbst organisiert wird, der natürlich nicht beachtet wird. Also wir haben ja damals mit Dr. Carina Reiß und Professor Bhakti den Brief an die Kanzlerin geschrieben. Es gab nie eine Antwort. Und wir haben ja gesehen, und du hast das ja auch gesehen, dass in Berlin ja doch einige 100.000 Menschen auf der Straße waren. Gestern haben wir den Lacher überhaupt gesehen. Ich dachte, ich höre nicht richtig. Die Polizei hat tatsächlich behauptet, am Engel waren 8.000 Menschen. Also das ist pressemäßig wirklich fundiert und verifiziert. Also die haben wirklich gesagt, am Engel waren 8.000 Menschen. Und das war, das hat jemand gefilmt und der Kameramann musste dann so anfangen zu lachen. Und wir konnten auch nicht mehr, weil wir einfach das nicht glauben konnten. Und hat es dann wieder vorgelesen, das war die Pressemeldung der Berliner Polizei. Und
der Kameramann konnte sich einfach nicht mehr halten. Und das ist ja, aber es ist, aber klein ist das System dahinter. Ich meine, das kennen wir ja aus der Vergangenheit. Die nicht überleben waren, die glauben es vielleicht dann auch. Mhm. Also von daher mache ich mir bei dem Thema Medien, Massenmedien, mache ich mir da erstmal keine Hoffnung. Wir müssen hier gucken, dass wir andere Wege gehen, damit es hier zu einer Aufklärung kommt. Mhm. Und dann müssen eben auch die Verantwortlichen dann dafür die Konsequenzen tragen für ihr Handeln. Mhm. Was ich noch sagen wollte, es gab bis heute bei den vielen Ärzten, die ja jetzt mittlerweile auch sich an die Politik gewandt haben, die sich auch in einem Verbund an die Politik gewandt haben, bisher nicht eine einzige direkte Diskussion, öffentliche direkte Diskussion und einen runden Tisch zwischen Corona-Befürwortern und Corona-Kritikern, also auf allerhöchster Ebene, auch wenn es erstmal nur die Ärzte sind. Aber bis heute hat man die Hunderttausenden von Menschen, die Woche für Woche in allen Städten oder in vielen Städten Deutschlands demonstrieren, teilweise ja sogar in 180 Städten gleichzeitig in Deutschland, Österreich und der Schweiz haben Demonstrationen stattgefunden. Und trotzdem gab es bisher nicht eine einzige Gesprächsbereitschaft. Wie wirkt das oft? Ja, das wirkt auf mich ganz einfach. Das wirkt auf mich so, dass ich die Politik mehr und mehr von der Bevölkerung, vom Volk entferne. Ich sehe mich hier nicht mehr als Partner. Ich fühle mehr, dass ich so zum Befehlsempfänger werde. Mhm. Und ich will aber kein Befehlsempfänger werden. Mhm. Ich als Steuerzahler will ja als Partner ernst genommen werden, nicht als Befehlsempfänger. Ja, ich glaube, wir sind erwachsene Menschen. Ne? Ich glaube, das muss man den Politikern mal wieder klar machen, dass wir... Und Kai, ich möchte auch selbstbestimmt leben. Ich brauche keinen, der mir sagt, was ich zu tun habe. Ja, ja. Es muss Regeln geben. Ich denke, da bin ich voll dabei. Aber diese Regeln müssen aus der Gesellschaft heraus entstehen. Und es muss einen breiten Konsens geben über diese Regeln. Und es muss auch... scharfe Diskussionen geben über verschiedene Meinungen. Und ich denke mal, jeder Mensch hat das Recht auf seine Meinung. Und trotzdem muss man ja als Bürger irgendwo zusammen leben. Aber wenn eine Meinung sozusagen sofort mit rechter Verschwörungstheoretiker und allen Schimpfworten von Covid-Idioten bis Verschwörungstheoretiker dann einfach gemobbt werden, dann ist das natürlich keine Basis, weil im Endeffekt... es gibt ja in unserer Zeit gar keine humanitären Ansätze mehr. Es geht nur noch um Gier, Macht und Geld. Ja, so, wenn die paar Politiker meinen, sie können somit ein Volk regieren, ich glaube, da haben sie sich getäuscht. Wie kannst du dir denn das erklären, dass es auf der ganzen Welt so ist? Tja, interessant, oder? Ich meine, du bist ja als alte Medienhase, weißt du doch, wie das funktioniert. Medien, PR- und Werbeagenturen, die PR- und Werbeagenturen beraten die Regierung, Konzerne und so weiter und so weiter. Das ist ja alles letztendlich eine Blase. Von daher kann ich es mir gar nicht anders erklären, dass eben die großen PR- und Werbeagenturen die Regierung beraten und letztendlich dann so eine gemeinsame Agenda dann von denen vielleicht entwickelt worden ist. Ja, und überall... Und überall. Aber die sagen ja alles Gleiche. Wenn du nach England hörst oder wenn du andere Länder hörst, es wird ja letztendlich von den Politikern das Gleiche erzählt. Mal unabhängig vom Land jetzt, wo die gerade auftreten. Als ob das von Agenturen abgestimmt worden wäre und die Medien machen das Spiel mit, die Massenmedien. Mhm. Und somit ist es, du weißt, der Mensch hat ja auch ein Unterbewusstsein. Wenn du jeden Tag liest und hörst, Infektionszahlen steigen, dann passiert ja was mit dem Unterbewusstsein. Mhm. Auf Dauer bleibt da auch was hängen. Mhm. Ja, deswegen rennen die auch alle so rum mit ihren Masken und schützen sich da. Ich weiß nicht, vor was sie schützen. Theoretisch müsstest du dich dann auch zu Hause schützen, wenn du mit deinen Kindern beim Zusammenkommen in deiner Wohnung bist, weil das sind dann deine Liebsten. Aber ich gehe mal davon aus, dass hoffentlich keiner zu Hause noch die Maske auf hat. Also ich glaube, da gibt es genug Menschen. Vor allen Dingen ein Söder, der ja auch in den Schulen den Kindern wirklich... diese Zwangsmaßnahme mit der Maske in der Schule. Verheerend. Das ist verheerend. Sowas von grausam. Also das verheerender ist Auftritt. Ja, furchtbar. Ja. Und wenn Kinder schon instrumentalisiert werden für solche PR-Auftritte, das ist verheerend. Da werden Kinder benutzt, damit Herr Söder dann irgendwann vielleicht Kanzler werden kann.
Was machst du? Also ich meine, du bist jetzt auf die Bühne gegangen, aber wie sieht dein persönlicher Kampf gegen diesen Wahnsinn aus? Also du, ich meine, dieses Interview zeigt ja mal wieder, dass du auch bereit bist, zu reden und auch wirklich ein extremes Risiko einzugehen. Aber wie sieht dein weiterer Kampf aus, diesem Wahnsinn ein Ende zu setzen? Also, was wir brauchen erstmal jetzt, wir können ja nicht jede Woche, jeden Tag demonstrieren gehen. Wir brauchen ein Medium. Und zwar ein Medium, was über Satellit oder über Kabel ins Netz reinkommt. Und über dieses Medium musst du letztendlich Content produzieren mit Top-Leuten. Und wie du gesagt hast, Pro und Contra. Das Erste, was wir jetzt machen müssen, mal eine Sendung produzieren, Pro und Contra-Maske. Da bin ich mal gespannt, wer bei Contra-Maske, oder wer Pro-Maske ist. Pro-Maske bin ich mal gespannt, wer dann kommt, ja, weil gibt es da kaum ein Argument. Und so sollten wir eigentlich auch dieses ganze Thema Covid-19 dann angehen. Wenn du ein Medium hast, dass du letztendlich Content produzierst, wo der Zuschauer sich einfach mal woanders informieren kann, bei einem Fernsehsender, der Programm produziert, um sich dann vielleicht auch mal eine andere Meinung einzuholen. Da kann jeder selbst dann entscheiden, wem man eben glaubt. Weil wir finden ja nichts in unserer Fernsehlandschaft hier. Es ist jetzt nicht immer das Gleiche. Gleiche Leute treffen sich ja und reden das Gleiche. Es gibt ja keine wissenschaftliche Sendung, wo, wie du schon eben auch erwähnt hast, wo letztendlich Wissenschaftler in einem Studio sitzen und über Covid-19 diskutieren. Maßnahmen, Entwicklungen, Daten, Obduktionen etc. etc. haben wir nicht. Und immer ein anderes Thema, Einwanderung. Warum gibt es in unserem Land keine Website von der Regierung, wo wir als Bürger sehen, vom ersten Tag an bis heute, wie viele Menschen sind nach Deutschland eingewandert? Was haben die für eine Altersstruktur? Haben die Sprache gelernt? Sind die in der Ausbildung? Haben die schon Beruf ergriffen? Sind die vielleicht nach Hause gegangen? Findest du nichts. Und mit Verdecken und Verdunkeln kommst du nicht weiter auf Dauer. Das wird ein Volk nicht mitmachen. Das haben schon andere Zeiten gezeigt. Ja, da brauchen wir nur 100 Jahre zurückzugehen. Irgendwann fällt dann eine Regierung. Wenn eine Regierung fällt, da hast du jetzt etwas angesprochen, was kommt danach? Die Querdenkenbewegung ist ja sehr vehement und das unterstützen wir ja auch alle in der Forderung natürlich, dass diese jetzige Regierung, also die Leute, die jetzt für diese ganze Sache verantwortlich waren, zumindest mal ihren Hut nehmen. Aber es gibt ja viele Leute, die genau davor Angst haben, die einfach sagen, okay, die bieten die Struktur und was kommt danach? Was meinst du denn, die bieten nicht Platz für eine Struktur? Wir haben eine politische Landschaft, Kai, wo man sagen muss, in den letzten 6 Monaten war hier alles unisono. Mhm. Du hast von der Opposition nichts gehört, du hast von Splittergruppen nichts gehört, du hast gar nichts mehr gehört. Mhm. So. Von daher zeigt mir das eigentlich, gibt mir das ein klares Bild ab. Das bedeutet für mich persönlich, da hat sich keiner empfohlen von denen, die wir hier vorfinden. Und was ist der Umkehrschluss? Der Umkehrschluss gibt es eigentlich für 2 Modelle. Entweder du gründest was Neues. Da ist natürlich die Frage immer, wer hat Interesse an Parteipolitik? Ich persönlich nicht. Oder du schaffst die Parteienlandschaft generell ab. Du gehst zur Denkenvolksdemokratie über, wie in der Schweiz. Die haben zwar eine Regierung, aber da gibt es einen Volksentscheid. Das ist ja auch das, was... Mit der schlangenkommunalen Verwaltung. Wir haben da knapp 300 Kommunen in Deutschland. Die können sich selbst verwalten mit einer schlanken Regierung. Da brauchst du keine Abgeordneten mehr. Da kannst du alle schlank halten. Und wenn du eben Projekte hast, Großprojekte, BER oder Stuttgart 21 oder was weiß ich, dann werden eben entsprechende Experten beauftragt, die sich mit der Materie auskennen. Da brauchst du keinen Politiker, der beim BER irgendwie auch mitquaken will. Da brauchst du dann Ingenieure, Planer, Architekten, Projektentwickler, solche Leute brauchst du, damit du eben schlank und effizient arbeitest und die Steuergelder eben nicht verschwendet werden. In diesen Fällen ja bekannt. Ja. Du sprichst mir da natürlich aus der Seele, weil ich auch denke, dass eine direkte Demokratie mit Sicherheit der Weg in eine bessere Demokratie ist. Denn ich glaube, nur über die Gesellschaft und das Zerschlagen von Machteliten entsteht im Grunde genommen auch etwas Neues, nämlich einfach auch eine Volksermächtigung, nämlich eine Gesellschaft, die sich emanzipiert, die einfach auch Politik mitmacht. Und mein Vorschlag ist ja dazu ein Bürgerparlament, weil ich glaube, dass
die Demokratie zumindest in den letzten Jahren grundsätzlich dafür in Deutschland gesorgt hat, dass es den Leuten irgendwo strukturiert einigermaßen gut geht und man sich gut entwickeln könnte. Aber ich glaube ganz einfach, das, was fehlt, und das ist durch die globale Welt einfach komplett abhanden gekommen, das sind einfach Regeln, die weltweit gelten. Das sind natürlich auch, ist eine Gesellschaft, die Politik mitmacht, und zwar die den Politikern jeden Tag auf die Finger guckt und das Ganze ja wie ein Schöffengericht auch strukturiert ist, dass man praktisch für ein Jahr in dieses Bürgerparlament gewählt wird, um praktisch Politik mitzumachen, als Gleichgewicht zur parlamentarischen Politik. Aber da sind wir, glaube ich, gar nicht so weit entfernt. Ich habe jetzt noch so ein, zwei Fragen. Nee, ich habe dir das ja gesagt gerade. Ich finde, der Bürger oder ich, was jetzt mich persönlich betrifft, ich möchte das Gefühl haben, dass ich als Partner ernst genommen werde. Genau. Und nicht irgendwie das Gefühl habe, dass da Leute in Berlin sitzen, die leben in der Blase, die haben hier mit uns nichts mehr zu tun. Das Gefühl, das ist ja bei mir entstanden. Das Modell, das brauche ich nicht. Okay. Ja, das ist bei mir auch entstanden und ich glaube auch bei vielen Leuten von Querdenken. Und ich habe auch das Gefühl, dass das Menschen sind, die ihre Verantwortung für ihr eigenes Leben selber übernommen haben, auch für ihre Gesundheit. Also wir reden ja auch, und da bin ich nämlich vielleicht noch bei einem Thema, mit dem, da kann ich, glaube ich, mit dir so gut reden wie mit wenigen Leuten. Nämlich Gesundheit ist ja praktisch auch bei dir ein ganz wichtiger Part gewesen als Sportler. Ja. Genau. Und wir sind ja auch gleich alt, wir sind im selben Jahr geboren. Sehr gut, gutes Baujahr. Ja, 64, also ein Drache im chinesischen Sternzeichen, genau. Und ich habe einfach gemerkt, Gesundheit hat auch sehr viel damit zu tun, dass wir uns selber sozusagen um uns kümmern, um unseren Körper, ja, in dem wir wohnen. Ich glaube, das lernt man als Sportler. Ich glaube aber auch eine gesunde Seele. Jeder Mensch hat natürlich seine Krisen im Leben, aber Krisen können auch stärken und man kann aus der Krise auch wieder wachsen. Ich glaube, das kennt man auch als Fußballer. Ich glaube, das wird dir nicht unbekannt. Aus Krisen lernst du mehr als aus Erfolgsgeschichten. Genau. Und dann, und das ist ja auch noch ein Thema, was ja in der letzten Zeit total gebasht wird, das ist einfach die natürliche Heilkunde, die Ernährung, diese ganzen Sachen. Genau. Wie wichtig spielt, also wir hören ja nichts in den klassischen Medien. Also seit 6 Monaten wird nur über chemische Produkte geredet, die dann irgendwo uns das Leben retten können. Kai, du sprichst mir aus dem Herzen. Das ist ja ein Thema, das muss schon im Kindergarten anfangen. Wir Menschen sind gebaut, um uns zu bewegen. Wir sind nicht gebaut, um zu sitzen oder zu liegen. Wir müssen uns bewegen. So, damit verbunden müssen die Kinder im Kindergarten auch schon mitbekommen, dass man eben auch sich entsprechend gut ernähren muss, gesund und gut ernähren muss. Also Bewegung, gute Ernährung. Und wenn du eben älter wirst, musst du noch mehr investieren, weil Gesundheit ist nicht geschenkt. So, das weißt du genauso wie ich auch, wenn du mal in dem Alter bist. Da muss man eben dranbleiben. Du siehst ja ganz fit aus. Und das muss Kindergarten, Schule, das muss eigentlich ein übergreifendes Thema sein bei jungen Leuten, wenn die auf die Welt kommen, in die Kindergarten, in die Schule gehen oder in die Abgeben, in die Uni gehen, dass es so ins Fleisch und Blut übergeht. Dass sie einfach wissen, das gehört zu meinem Tagesablauf dazu. Nachhaltige Lebensmittel, regelmäßig Sport treiben, ausreichend Schlaf haben, sich erholen und wie du sagst, eben auch mit den Krisen umzugehen, wenn der Körper aber gesund ist. Und dein Immunsystem ist gesund. Dieses Thema liegt mir so am Herzen. Immunsystem, da hast du 6 Monate lang. Über das Immunsystem hast du nichts gehört. In keiner Sendung. Und jeder weiß auch, wenn das Immunsystem funktioniert, ja, dann wird das so kraftvoll sein, dass du letztendlich, wenn du keine großen Vorerkrankungen hast, mit jedem Virus und mit jedem Bakterium, mit jedem Keim zurechtkommen wirst. Weil das ein hochkomplexes System ist, unser Immunsystem und unser Körper auch. Überleg mal, wir haben ja 80 Billionen Zellen, haben wir. 80 Billionen Zellen sind in unserem Körper. Das muss man sich mal antun, was das für eine Nummer ist. Da findet in jeder Sekunde ein Stoffwechsel statt. Also von daher frage ich mich immer, wenn unser Körper und unser Immunsystem, unser Stoffwechsel funktioniert, dann brauchst du überhaupt nichts. Muss dich nur gesund ernähren und muss dich bewegen.
Du bist aber, das muss ich leider auch sagen, mit gesunden Menschen lässt sich eben auch kein Geld verdienen. Du bist 56 jetzt, oder wir sind 56. Ja. Das ist ja ein Alter, wo viele Leute einfach auch in der Politik sind, so in ihren besten Jahren, und man sieht die dann an und denkt, ja okay, das ist mal die Risikogruppe, weil sie nämlich genau das, was du jetzt gerade gesagt hast, eigentlich nicht befolgt haben. Also ich denke da an einige doch sehr korpulente Politiker. Es gibt natürlich auch die anderen, ohne Frage, und man sollte das auch nicht über den Kamm scheren, aber und jeder muss das auch für sich selber verantworten. Aber kannst du dir vorstellen, dass diese Menschen das überhaupt nicht verstehen können? Also du bist ja dein Leben lang im Grunde genommen mit Ernährung, mit Sport, mit Ausgleich, mit auch mit Psyche, was ja ein ganz, ganz wichtiger Teil ist im Sport, aufgewachsen. Wie stark hat das sozusagen dein ganzes Leben überhaupt beeinflusst? Also zu deiner ersten Frage, ich kann mir schon vorstellen, dass eben Politiker, die ein gewisses Alter haben, so Mitte 60, wie Frau Merkel zum Beispiel schon, ja, oder auch der eine oder andere Ministerpräsident in Deutschland, dass sie selbst einfach wissen, altersbedingt gehören sie zu einer Risikogruppe. Da steht mal außer Frage. Und wenn natürlich du dein Leben lang mit Sport, mit Ernährung nie Berührungspunkte hattest, kriegen die eben auch in ihrem Alter mit. Das siehst du ja auch bei dem einen oder anderen. Ich glaube, dass Frau Merkel auch nicht ganz gesund mehr ist. Genauso, wenn ich den einen oder anderen Ministerpräsidenten sehe, der wirkt auf mich auch nicht sehr gesund. Dann weiß ich schon, was los ist. Ja. Also hat das immer eine große Rolle für dich im Leben auch gespielt, ja? Also auch jetzt Aber das ist doch eigentlich das Hauptthema. Guck mal, Kai, wenn du gesund bist, immer dreimal klopfen, 1, 2, 3, sparst du schon mal viel Zeit. Denn wenn du nicht gesund bist, dann rennst du zum Arzt, dann rennst du zum Therapeuten, da geht so viel Lebenszeit verloren. Deswegen musst du dankbar sein, wenn du jeden Tag aufstehst und hast nichts. Nur, das ist kein Dauerauftrag, den du geschenkt bekommst. Du musst dafür was tun. Weil wenn wir älter werden, wird ja auch unser Stoffwechsel langsamer. Du musst mit den Mengen der Ernährung, mit den Mengen der Normalzeiten aufpassen, musst mit Alkohol aufpassen, mit Zucker aufpassen. Es gibt ja so viele Themen, die man berücksichtigen muss. Und vor allem, das ist ja das Wichtigste überhaupt heute, du musst hochwertige Lebensmittel zu dir nehmen. Sonst ist Geld da für jeden Scheiß. Da kann ich nur jedem ans Herzen legen, Leute, kauft gesunde, nachhaltige, hochwertige, am besten dem mit der Qualität Lebensmittel ein, weil das kommt in deinen Körper rein und muss da dann im Endeffekt aufgesplittet werden und dann umgewandelt werden in Zucker, in Energie und so weiter und so weiter. Also das ist so die erste Prämisse, sich gesund zu ernähren. Und das muss man als Kind lernen im Kindergarten. Das ist meine Meinung. Das muss eigentlich ein Standard werden in Deutschland, dass im Kindergartenprogramm und in der Vorschule und auch in der Schule dann Ernährung, Körper, Gesundheit ein Programm ist, wie Deutsch, Mathe, Geschichte, Englisch. Kommt ja völlig zu kurz, ne? Also wenn man das jetzt einfach mal so sieht, es kommt ja sogar in einer der schwersten Krise der Bundesrepublik, kommt das oder wird es überhaupt nicht zum Thema gemacht. Gesundheit spielt sich eigentlich nur in den klassischen Heilmethoden halt ab, also in der klassischen Medizin. Das ist doch auch Korruption, oder sehe ich das verkehrt? Wir haben ja im Vorwege auch das Bashing von Homöopathie gesehen. Wir haben, und das kann ich ja zum Beispiel auch selber bestätigen, ich hatte schwere Malaria und habe das dann mit Artemisia Anu geheilt. Das hat super funktioniert. Also es gibt immer auch andere Wege als die, die uns gerade aufgezeigt werden. Also ja, aber schau doch mal. Medizin, Schulmedizin ist ja letztendlich auch limitiert. Es gibt ja viel Wissen aus der Vergangenheit. Nikola Tesla zum Beispiel, Hochfrequenztherapien aus Russland, die werden gar nicht übertragen in die heutige Schulmedizin. Warum? Weil da kein Interesse da ist oder weil große Interessensgruppen das verhindern wollen. Wie funktioniert denn Schulmedizin? Wie funktioniert denn heute einer, der im Krankenhaus arbeitet oder letztendlich in der Praxis hat? Du weißt doch, wie der Geld verdient wird. Die müssen Medikamente verschreiben, damit ihre Patienten versorgt werden. Das ist ja ein geschlossenes System, mehr oder weniger. Deswegen habe ich ja gesagt, weißt du, an einem gesunden Menschen kannst du nichts verdienen. Du musst ja gucken, dass du kranke Menschen hast und dass du die immer schön in so einem Status behältst,
damit die lange bei der Stange bleiben. So, welcher Arzt bricht denn da aus dieser Kette? Ja. Jetzt ist es ja so, dass die Spritze kann uns genau dahin befördern, nämlich die Corona-Impfungsspritze. Ja, aber ohne mich. Dass sie das im Grunde genommen eigentlich auf Dauer kranke Menschen produziert. Das ist vielen Leuten überhaupt nicht klar. Viele Menschen haben Angst vor Corona. Aber ich denke, die Angst vor Corona ist relativ unbegründet für die meisten Menschen, bis auf wenige. Also nochmal zum Thema Impfung, Kai. Viren mutieren permanent. Das heißt, wir impfen uns dann gegen ein Phantom. Oder musst du laufen, die Impfung anpassen? Das macht da gar keinen Sinn. Also wie damals 2009, erinnere ich mal an diese Schweinegrippe-Hysterie, auch von Professor Drosten ausgelöst. Da sind die Menschen Gott sei Dank zur Besinnung gekommen und die ganzen Impfdosen sind irgendwie verbrannt worden. Kann man nur hoffen, dass die Menschheit ihren gesunden Menschenverstand wieder einschaltet und zur Besinnung kommt. Das wäre ja das Beste, was passieren kann, dass die Impfstoffe jetzt einfach verbrannt werden, auch wenn sie einen riesen Schaden anrichten. Ich möchte noch mal zum guten Schluss mit dir über Visionen reden. Was für eine Vision hast du für die Zukunft? Ja, ich möchte einfach in einer selbstbestimmten, freien Gesellschaft leben. Also es bringt ja auch nichts, wenn du letztendlich, keine Ahnung, nur noch in solchen elitären Kreisen dich bewegst von Leuten, die in denen es vielleicht besser geht als anderen. Das ist nicht mein Weltbild. Wir brauchen eine selbstbestimmte Gesellschaft. Wir brauchen eine unabhängige Wissenschaft. Und bei uns ist ja vieles letztendlich außer Balance geraten. Es gibt ja viele Themen, Einwanderung, Energie, Umwelt, Lebensmittelindustrie. Es gibt so viele Baustellen letztendlich, ja, die Intransparenz in der Politik, Compliance in der Politik auf allen Ebenen, Lobbyistenregister, die nicht offengelegt werden. Also es gibt so viele Themen letztendlich, die Großbaustellen sind. Und ich denke, das ist vielleicht auch eine Chance, Covid-19, dass alles aufgedeckt wird, weil das ist immer das, was meine Frau immer sagt, es kommt alles raus. Es kommt doch alles raus. Das ist ja der große Vorteil. Wir haben heute das Internet. Und durch dieses, wie gesagt, durch investigativen Journalismus, der auch jetzt mehr im Internet geschieht, wird ja alles aufgedeckt. Und das ist eigentlich meine große Hoffnung, dass alles aufgedeckt wird. Und Berlin hat auch eins gezeigt. Da waren ja so viele Leute. Also meine Frau war am 1.8. da war ich nicht da. Dann sprach man ja so von über 1 Million. Und am 29. waren ja viel mehr da. Da waren es vielleicht 2 Millionen, verteilt in der ganzen Stadt. Das sind ja alles kleine Botschafter, Multiplikatoren. Die haben ja auch in ihrem privaten Umfeld, Freundeskreis, Leute, die sie auch gewinnen. Die fangen ja auch mit den Zweifeln an zu diskutieren. Ja? Und die fangen auch zu diskutieren mit denen, die vielleicht das anders sehen. Das ist ja ein stetiger Tropfen höhlt den Stein. Ich denke, dass wir da schon mal eine große kritische Masse erreicht haben. Und dass wir mit dieser kritischen Masse eben es echt schaffen, ja, dass wir einfach in der Welt kommen, wo auch diese ganzen humanitären Themen mehr im Vordergrund stehen. Weil die gehen ja völlig verloren. Du stehst ja auch sehr in der Öffentlichkeit und triffst ja wahrscheinlich auch in deinem Leben sehr viele große Persönlichkeiten. Also ich habe ja auch die Möglichkeit gehabt, viele prominente Menschen oder auch aus Wirtschaft und Politik und Musik und Schauspiel kennenzulernen. Inwieweit hast du das Gefühl, dass gerade diese Leute, die nämlich auch so viel Macht haben und auch so viel Einfluss auf die Gesellschaft, dass die schon querdenken? Das kann ich jetzt auch nicht beurteilen, Herr Kai, was diese Personengruppen angeht. Ich glaube letztendlich, dass, wie ich schon gesagt habe, in Berlin am 29. war das für mich die Mitte der Gesellschaft. Da war alles vertreten. Das sind Multiplikatoren und das breitet sich ja aus. Und du hast ja auch gesehen, es wird mittlerweile ja nicht nur in Deutschland demonstriert. Das geht ja mittlerweile rum auf dem ganzen Planeten. In allen Städten gibt es solidarische Aktionen in Europa, in Amerika, überall auf dem Planeten. Und das ist wie so ein Funke, der zum Flächenbrand geworden ist, meiner Meinung nach. Und den kann man auch nicht mehr wegdiskutieren. Und das, was wir erlebt haben da mit diesen gestellten Szenarien der Reichstagsstürmung, ja, das ist ja so lächerlich alles, weil alles aufgedeckt worden ist, dass es inszeniert wurde. Wie alle anderen Dinge auch aufgedeckt werden, die inszeniert worden sind. Und auch diese Berichterstattung, dass zum Beispiel Robert F. Kennedy nicht erwähnt wurde, dass der in Berlin war, das ist ja auch ein politischer Fauxpas. Also so eine Person nicht erwähnt wird in den Massenmedien, das ist ja peinlich ohne Ende. Aber es kommt alles raus.
Und von daher schießen sie ja ein Eigentor nach dem anderen. Das Entscheidende ist für mich, nächstes Jahr ist Wahl. Und bis dahin muss was passieren, dass die Menschen, die da vertreten waren, mit ihren Anhängern, die nicht kamen und nicht konnten oder nicht, manche trauen sich auch nicht auf eine Demo zu gehen, weil die Angst haben, Polizei kommt, werden geschlagen. Aber ich denke, wir haben da schon eine große Masse erreicht in Deutschland. Und diese Masse muss man eben mobilisieren und denen muss man auch eine Perspektive geben. Damit du zu einem Wandel kommst, muss jeden Wandel eintreten in unserer Gesellschaft und auch in unserer politischen Landschaft. Wir brauchen ja Politiker, die letztendlich ein Wissen haben und letztendlich auch den Bürger als Partner anerkennen. Zum Schluss möchte ich vielleicht noch eine Frage stellen und zwar schaust du optimistisch in die Zukunft? Also ich sehe immer, du lächelst und du bist eigentlich jemand... Immer Optimist. Ja, okay, das freut mich sehr. Ich bin Berufsoptimist, immer Optimist. Okay. Weil, und, weißt du, das lernst du ja im Sport lernst du mit Niederlagen umzugehen. Wenn du, ja. was, wenn du mal verloren hast oder warst mal unten, da gibt es immer nur eins, wieder aufstehen und weitermachen. Von daher bin ich Daueroptimist. Okay, also auch ich das Beste. Ich habe so viele tolle Leute kennengelernt, ja, also das macht mich auch optimistisch. Ja. Während dieser Zeit jetzt, vor allem während dieser Zeit. Das muss ich auch wirklich dir, oder das kann ich nur bestätigen. Ich habe ja viele Events besucht im Bereich Fotografie und wir haben ja so einen schönen Doppeldeckerbus, mit dem wir durch ganz Europa gefahren sind. Und ich habe halt immer gemerkt, dass die Menschen, die jetzt in dieser Querdenkenbewegung sind, eine ganz andere empathische Ausstrahlung haben als alle anderen Menschen, die ich bisher so bei Events getroffen habe. Also diese Events sind unglaublich geerdet. Die sind alle echt, Kai, die sind alle echt. Die sind alle echt und geerdet. Ja, das, genau, das sehe ich auch so. Und ich kann es nur jedem empfehlen, da mal vorbeizugehen. Es gibt natürlich auch die Polizisten, aber auch die haben im Moment ja doch ziemlich viel Stress, weil sie wurden von vielen Leuten angezeigt. Also von daher... und auch identifiziert. Wir haben ja auch ein bisschen mitgeholfen, dass das passiert. Es lohnt sich, vorbeizukommen. Und man lernt, so wie heute in diesem Gespräch, das könnte jetzt wahrscheinlich noch 2 Stunden weitergehen, nette Leute kennen. Wir haben viel über Sport geredet. Wir haben viel über Ernährung geredet oder zumindest mal das Thema angerissen. Ich glaube, wir haben eigentlich jetzt mal so grob nichts ausgelassen. Oder hast du noch irgendwas ganz Wichtiges, was du mitteilen möchtest? Wir hatten wirklich ein sehr schönes Gespräch, Kai. Wir haben so viele Themen angesprochen. Von daher fällt mir jetzt spontan auch nichts mehr ein. Also wie gesagt, ich bin Berufsoptimist und hoffe, dass sich alles zum Guten wendet. Ja. Weil es gibt so viele Lektüre auch im Netz. Und man muss diese ganze Information ja auch einordnen und filtern. Das ist auch eine neue Erkenntnis, die ich habe, weißt du. Und wir haben ja auch ein Leben. Du sitzt da an so einem schönen Platz, da an dem Meer im Hintergrund. Vielleicht können wir das nächste Mal das bei dir machen, vor Ort unter dem Baum live. Du bist herzlich eingeladen und ich hoffe, dass wir dich mal wieder zum Gespräch einladen dürfen. Weil, gerne. Wir haben ja immer doch einiges zu besprechen. Vielen Dank. Gerne. Hat Spaß gemacht. Kai. Ja, fand ich auch. Und ich hoffe, wir sehen uns demnächst mal wieder. Ja. Dann bis bald, gell? Okay. Ciao. Alles klar. Ja, vielen Dank, Thomas Berthold. Das war ein sehr inspirierendes Gespräch, vor allen Dingen natürlich, weil für mich als Sportler und für mich als Sportfan und auch als jemand, der den Sport immer dokumentiert hat als Fotograf, ist es natürlich etwas ganz Besonderes, mit so einer Legende auch über so ein schwieriges Thema zu reden. Aber wir haben ja auch den Sport nicht zu kurz kommen lassen. Auch da gab es ja viele Fragen und es war wirklich ein tolles Gespräch und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet genauso Spaß und wir sehen uns bei dem nächsten Interview. Euer Kai Studt.